So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Alice Madness Returned. Und nach ich weiß nicht wie vielen Versuchen, ich habe es eh schon im letzten Part gesagt, wo ich geschnitten habe, ich habe es endlich geschafft. Wir haben die Kröte aufgeweckt. Und ich habe ein bisschen zu voreilig geschnitten. Und zwar, ja, okay, gut, hier waren wir halt. Und da oben müssen wir halt, da oben sieht man schon den Fisch. Da muss man halt die Kette ziehen und da hinten geht man rein. Also ich zeige es euch nochmal für alle. Oh, komm, okay. Für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Und da hinten ist sogar eine Flasche. Keine Ahnung warum. Aber ich bin mir sicher, dass ich sie aufgesammelt habe. Ja, hier rauf. Ach so, weil ich es ja, weil es gespeichert hat und dann nicht mehr angenommen hat. Okay. Dann hier ziehen. Und der Frosch spuckt dann irgendetwas aus und macht hier das Loch ein. Damit ihr euch ein bisschen auskennt wieder. Nämlich habe jetzt eine größere und längere Pause gemacht von diesem Spiel. Ja, nur damit ihr euch ein bisschen auskennt. Und das. Na, keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir halt weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, wir sind bald mit dem Kapitel fertig, nämlich es macht ein bisschen Stress und so etwas. Es löst sehr viel Stress bei mir aus. So, okay. Dann hier. Das kann man wieder zermanschen mit dem Pferd. Bam, Alter. Und. Okay. Na, perfekt. Da haben wir wieder einen Geheimgang. Ah, ich habe mich jetzt urausgeschlafen. Ich sag's euch. Meine Fresse, lauter Ameisen, was das auch immer sein soll. Oh, ich habe jetzt so lang geschlafen. Und ich bin dann auch langsam froh, wenn ich dieses Spiel fertig habe. Nämlich es nagt ein bisschen an mir. Da unten noch ein Weg. Also. Da hinten gibt es noch einen Weg. Okay, Zähne wieder. Nein, das ist meins. Meins, meins, meins. Ja, ich habe mir jetzt was gedacht. Und jetzt spiele ich auch noch Heavy Rain, damit ihr euch wirklich vorstellen könnt, was ich nicht alles spiele. Unglaublich. Und meine Freundin, du musst das spielen, du musst das spielen, du musst das spielen. Ja, so viel kann ich gar nicht spielen. Komm, gewinn. Verpiss dich, oder? Perfekt. So, hier runter. Ich hoffe, es gefällt euch das Let's Play. Und ich sag nochmal, im Part 13 und im Part 15, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, da fallen mir wieder meine Mikros aus. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung warum. So. Gehen wir aber wir jetzt einmal hier weiter. Können wir uns wieder klein machen. Ah, 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 ah. Ist das die Grinsekatze? Ich glaube. Grinsekatze. Okay. Ah, hier runter. Zack. Jo. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Wehrens. Okay. So. Ah, schon wieder so ein scheiß Parcours, wirklich, Alter. Das Spiel ist voll von dem und deswegen bin ich auch schon langsam froh, wenn ich das durchhab. Wohin? Okay. Hier rauf. Und jetzt in die Luft-Ding rein. Ja, mit dem ganzen Zeug. Bin echt schon interessiert, wann wir hier das durchgespielt haben. Ich bin schon so gespannt auf den Schluss. Wirklich, ich bin wirklich gespannt auf den Schluss. Das meine ich ernst. Okay. Da oben können wir auch noch lang gehen. Dann gehen wir nochmal zurück. Das wird sich nicht ausgehen. Oh ja, es geht. Nein! Nein, nein! Oh, das war gut gemeistert. Gut gemeistert. Okay, einmal reicht.
Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Jetzt bin ich da raufgegangen, nur wegen ein paar Zähnen. Okay, mehr habe ich nicht gesehen. Gut. Da hinten ist ein Tor. Wahrscheinlich Arena, hier davor. Jo. Okay. Wieder so eine Dynamo-Fliege. Komm, komm, komm. Schlag hin auf die Dynamo-Fliege oder die Wespe, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr. Meine Fresse, du gehst mal rein. Komm, 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 komm. Runterfetzen, die Bogenschützen. Runterfetzen. Runterfetzen. Und einmal geht noch. Den Rage heben wir uns auf, falls nochmal so eine scheiß Wespe kommt. Alter, komm jetzt. Wie viel Schaden nimmt denn das? Das ist ja nicht mehr normal. Komm jetzt. Denn das erste Mal tot, nach ausgeschlafen und mir geht's eigentlich gut und hin und her. Tut mir leid, aber das ist... Ich freue mich schon, wenn wir in ein anderes Gebiet hier wieder reinkommen, Alter. Das ist ja nicht mehr normal. Schon wieder tot. Und nur Gott weiß warum. Wahrscheinlich. Ah, okay, das kann man in Rage auch unendlich verwenden. Komm, 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 gib ihn. Komm, komm, gib ihn. Gib ihn. Steh auf und gib ihm. Geht, ja. Der schaut trotzdem urgeil aus, wie sie ausholt und das auf einmal dann mit einer Hand so nach vorne schwingt. Putz. So, jetzt geht die scheiß Tür auf. Ah, Gott sei Dank. Nein, nicht schon wieder. Hört ihr es? Ich höre es. Was ist das? Achso, okay. Erinnerung? Wie komme ich denn da hin? Das sollte sich ausgehen. Ah, nicht so, aber nicht so. Okay, ich scheiße auf die Erinnerung. Bevor ich... Okay, gut, ich scheiß auch da auf das Gegrunze jetzt. Einfach drauf geschießen, einfach weiter. Keine Zeit, es ist viel zu spät, weil die Uhr immer weiter geht. Und... Noch einmal. Okay, gut, alle guten Dinge sind drei. Du schaust so deppert. So. Alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Okay, gut, das ist ein bisschen gnädiger hier. Das ist etwas gnädiger hier, als was wir schon vorher alles gesehen haben. Gut. Achso, da oben ist ein Pfirsich. Ja, genau. Jetzt auf einmal kannst du nicht mehr so hoch springen, gell? So, Pfirsich nehmen wir uns mit. Zahn auch. Und weiter geht's. So,
Ich nehme mal an, hier runter. Ja. Okay, aber wohin jetzt? Ah, da nach hinten. Ah, okay. Na, dann ziehen wir wieder an der Kette. Die Kette wird gezogen. Okay. Ja, auf links scheißen wir. Nämlich, das sind nur Zähne, sonst nichts. Und ich habe keinen Bock, hier die ganze Zeit zu sterben. Boah, das ist ja urgnädig, das Level. Das ist wirklich gnädig. Okay, gut, das kommt halt jetzt runter. Okay, jetzt habe ich mir gedacht, das geht nicht mehr auf. Das ist wirklich gnädig. Machen wir uns klein. Okay, gut. Super, danke. Boah, das ist genau, wahrscheinlich auf dem Pixel genau. Okay, danke. Und da ist wieder ein Pfirsich, den nehmen wir uns mit. Hunger, Hunger, Hunger. Apropos Hunger, gute Idee. Ah, was machen wir uns denn heute? Käsekreiner mit Pommes. Ah, geil, ne? Okay, auf die Wolke. Oh, das ist sich aber haarscharf ausgegangen. Okay, was aktiviert das jetzt? Ah, okay. Zum Rüberfliegen hier. Komm, 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 rauf. Und rüber. Perfekt. Wollte nur den Zahn haben. Nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Okay. Das ist wirklich gnädig. Bis jetzt sind wir, glaube ich, kein einziges Mal gestorben. Aber dafür haben wir jetzt da die Wolke verpasst. Okay, wie kriege ich die jetzt wieder? Gehen wir mal da so zurück ein bisschen. Vielleicht muss man die rebooten oder sowas. ja. Ah, okay, sie kommt wieder automatisch runter. Okay, noch einmal. Ich stehe drauf. Jetzt sind wir gestorben. Hey, cool. Wenn man wirklich davon redet, dann passiert's ja. Gott sei Dank, ich habe mir schon gedacht, ha, ich kann das Level ohne einmal zu sterben zu schaffen. Nein, auch da habe ich mich geirrt. Super, wirklich. Und es fuckt mich schon wieder gleich an. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wenn ich springe, dann fliege ich runter von der... Keine Ahnung, das geht sich nicht aus. Machen wir uns klein und stellen wir uns ganz nach hinten. Ja, okay, gut. Klein hätte man sich vielleicht nicht machen können, müssen. Das ist schon ein bisschen aufregender hier. Aber es hat trotzdem was. Na, schaut's, genau bei der letzten Passage gebiere ich jetzt 3 oder 4 Mal, keine Ahnung wie oft. Unglaublich, wirklich. So, das war's wieder, oder was? Wird mich interessieren, was sich das alles bringt. Mich interessiert der Schluss. Ob sie jetzt da in dieser Irrenanstalt bleibt oder nicht. Bin mega gespannt drauf. Okay, gut, dann gehen wir halt weiter mal. Ich bin gespannt, was da noch so viele Level kommen. Bin echt gespannt. Und die Herzkönigin. Also wenn die Herzkönigin nicht vorkommt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay, schaut aus wieder wie Arena. Okay. Kann man nur rundum und umgehen, dann gehen wir rein. Ah, schaut's, das ist die Raupe. Oder nur ein Standbild der Raupe. Cutscene.
Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Na, anscheinend haben ein paar dieser Figuren auch noch ihren Verstand behalten. So wie der Hutmacher oder der Zimmermann und jetzt halt die Raupe. Der Hase allerdings nicht. So, wir sind im Innersten des Inneren. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Okay, zumindest wird sie hier erwähnt. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Okay, freaky, freaky Show. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Vollkommen. Ach Gott, ja. Wenn Welten aufeinanderprallen, okay. Ladevorgang. Gut, die Raupe haben wir jetzt auch. Somit schätze ich mal, Kapitel 3 ist eigentlich vorbei. Wir sollten jetzt wieder zurückkommen in die Realität, so wie eigentlich immer. Und dann geht's gleich mit Kapitel 4 weiter. Unglaublich. Ja, so wie ich es gesagt habe. Hey, du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatscht den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutekel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Kannst du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Schweigsam. Okay, schauen wir uns mal um. Okay, da kann man nicht rein. Kann da nirgendwo rein. Okay. Es wird mich wirklich interessieren, wie das in ihrem Kopf abläuft. Wirklich, das würde mich interessieren. Ob jetzt das wirklich in der Realität ist, ja? Und sie spielt das einfach nur nach. Also die anderen Leute sehen das, was sie hier eigentlich macht. Oder ob das jetzt wirklich ein Wunderland ist. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ich glaube, in der Zeichentrickserie ist es ja so, dass sie eingeschlafen ist, glaube ich. Oder? Wartet mal. Na, sie ist durch irgendeinen Kaninchenbau ist sie gegangen, glaube ich. Ich habe meinen freien Tag. Was war diesmal? Exhibitionismus. Illegaler Hahnkampf. Gossensprache. Hier unterschreiben, wenn's geht.
Exhibitionismus, okay. Ja, das Spiel ist ein bisschen abgedreht. So, da ist wieder die Katze. Folgen wir der Katze. Okay. Die Kamera ist schief. Nur damit ihr es wisst. Okay, nein, doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay. Ich kann die Kamera nicht drehen, ich kann nur sie steuern. Nur damit ihr es wisst. So. Es wird geredet von der Herzkönigin. Und ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Herzkönigin. Okay, was passiert jetzt hier? Cutscene? Schon wieder? What the fuck ist das? Ein riesen Oktopus oder was? Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Okay. It's falling on me down, falling on me down. Okay. Ah, Karten, okay. Na was, wenn man nicht von Teufel redet. Wirklich, wenn man da, das ist unglaublich, wenn man nicht davon redet, dann passiert es ja eigentlich nie. Und bitte, ich glaube, wir sind auf dem Weg zur Herzkönigin. Aber wir machen hier Part Ende, damit ihr euch das brav weiter anschaut. Ich glaube, es ist ein guter Part, um die Geschichte weiter zu verfolgen. Gut, ansonsten wünsche ich euch was. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.